Hallo ihr Lieben, du suchst den Erfolg, deinen Erfolg. Du möchtest, dass dir viel mehr gelingt als bisher. Ja, Erfolg und Intelligenz liegen nicht unbedingt nah beieinander. Das ist nichts Neues. Aber worin ist der Unterschied bei den Menschen, den Erfolgreichen und den weniger Erfolgreichen? Welche Faktoren machen tatsächlich den Unterschied? Und welche Menschen ziehen an anderen Menschen rasant vorbei? Und weshalb? Was ist der Grund dafür? Und nun die Überraschung. Die Antwort ist einfach. Es wurden bereits schon mehrere Studien durchgeführt. Zum Beispiel wurden mehrere Jugendlichen in mehreren Schritten getestet. Zunächst war der Test, als ob diese in der Lage waren, bestimmte Ziele zu erreichen und wie impulsiv sie ihre Reaktionen durchdrücken können. Im nächsten Schritt testete man ihre Intelligenz und wie sie in der Schule abgeschnitten hatten. Wer hatte die bessere Leistung und konnte diese noch gesteigert werden? Wenn ja, dann wie? Ähnliche Studien wurden aber auch bei Erwachsenen getestet, mit den gleichen Ergebnissen. Aber zurück zu unserer Frage. Vom Erreichen des eigenen Erfolges. Worauf kommt es an? Impulsives Verhalten kann man unterdrücken und man kann sich auf eine bestimmte Sache fokussieren. Dabei kann man trotzdem versuchen, einfache Wege zu gehen. Das heißt, ich muss vor Erledigung einer Sache stets vorher überlegen, wie ich mit geringem Aufwand ein zufriedenes Ergebnis erziele. Klar ist, das gelingt nicht immer. Doch der zeitliche Aufwand lohnt sich. Was ist wichtig? Ein übertriebener Perfektionismus bremst aus und manchmal kann auch etwas Faulheit durchaus ein Faktor zum Erfolg sein. Entscheidend ist nicht unbedingt ein hartes, verbissenes Arbeiten, sondern eine smarte Arbeit mit eigener Willensstärke und eisernem Durchhaltevermögen. Kurzum, sei wachsam und mache die Augen auf und ziehe dein Vorhaben zielstrebig durch. Doch überlege vorher haargenau, wohin es gehen soll und wohin du gehen willst. Schaffe dir deine eigenen Regeln und lebe danach. Wenn du aber feststellst, du schaffst es nicht alleine, du weißt nicht, wie du es anfangen sollst, dann solltest du mich einfach anrufen. Ich kann dir helfen, deinen Weg zu finden, den Weg zum Erfolg. Hier unten siehst du meine Telefonnummer. Trau dich, ruf einfach an. Bis dann, herzlichst, Deria.